Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schnäcke Reviews zu einer weiteren Marvel Legends Figuren-Review. Heute aus der Bald Figure Marvels Mr. Hyde-Reihe. Das ist die Shang-Chi-Reihe. Ich zeige euch heute den Iron Man und zwar die Tony Stark AI, die künstliche Intelligenz. Ich muss dazu gestehen, von der Geschichte her weiß ich jetzt nicht wirklich so viel. Daher verzeiht mir das, weil es ist natürlich wieder aus einer Comic-Geschichte ein Charakter. Das ist jetzt nicht der richtige Tony Stark, sondern seine künstliche Intelligenz, die in einem Iron-Man-Anzug halt so gesehen lebt, überlebt und halt eigentlich wie Tony Stark ist, nun als KI. Den gibt es jetzt hier als coole Figur. Und ich freue mich tatsächlich da auch wirklich sehr, sehr drauf, denn ich habe ganz wenig Iron Man Figuren in meiner Marvel Legends Sammlung. Ich habe nämlich tatsächlich nur einen und das ist der Iron Man aus Age of Ultron und das ist schon unglaublich lange her. Und jetzt mal einen wirklich comic-akkuraten Iron Man zu haben, finde ich persönlich richtig genial. Also lasst uns loslegen. Die Verpackung, die typische Legends-Verpackung in schwarz. Natürlich vorne drauf seht ihr nochmal Legends Series, dann Marvel Iron Man Tony Stark AI. Das Ganze von Hasbro ab 4 Jahren aufwärts. Und an dieser Stelle natürlich ein riesiges Dankeschön an Hasbro, dass ihr mir diesen Iron Man zugeschickt habt. Auf den Seiten könnt ihr schon ein kleines Artwork unseres künstlichen Intelligenz-Ironmans sehen. Denn ihr seht schon, oberhalb des Anzuges ist sein Kopf wirklich auch nur ein Hologramm. Also es ist kein echter Tony Stark mehr darunter. Das finde ich persönlich auch sehr interessant. Und auf der Rückseite seht ihr dieses wunderschöne Artwork halt nochmal komplett. Also es sieht wirklich sehr stark aus. Und es gibt auch hier eine kleine Bio, die natürlich jetzt nicht so ausschlagkräftig ist, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber wie gesagt, auch ich habe zu dieser Story leider keine großartige Ergänzung. Da steht nämlich, nach einem tragischen Kampf lebt Tony Stark in einer digitalen Form als Hologramm am Steuer eines hochentwickelten Roboteranzuges weiter. Also er hat sein gesamtes Wissen oder sein gesamtes Ich wahrscheinlich digitalisiert und ist jetzt halt in diesem Iron Man Anzug. Das finde ich eine interessante Sache. Weiter unten, aber noch interessanter für euch, ist die Bald Figure Marvel Mr. Hyde Figur. Ein riesen Brummer und da seht ihr schon, was es dann alles in der Reihe gibt. Natürlich als erstes Shang-Chi, dann haben wir den Mandarin Wenwu am Start. Xiaoling ist mit dabei, der Death Dealer und dann haben wir noch den Civil Warrior und den Tony Stark, den ich euch jetzt zeige. 6 wirklich sehr, sehr coole Figuren. Death Dealer vor allem, den werdet ihr nämlich auch noch auf dem Channel sehen. Danke, danke, wie gesagt, dass ich sie zeigen kann. Und ich würde sagen, wir packen jetzt mal meinen wirklich ersten Comic Iron Man als Marvel Legends Figur aus für euch. Ich muss mich tatsächlich erst ein bisschen an diesen Hologrammkopf gewöhnen, weil der ist schon wieder so individuell, dass es echt eine Gewöhnungsphase gibt. Aber ich finde es tatsächlich wirklich nice gemacht. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schlichte Iron Man Figur, die aber meiner Ansicht nach sehr gut umgesetzt ist. Lasst uns mal in die Details reingehen. Ich zeige euch jetzt mal den Hologrammkopf, der wirklich sehr, sehr coole Details hat. Er ist komplett durchsichtig natürlich, also ein durchsichtiges Kunststoff. Ihr könnt aber Tony Stark perfekt erkennen. Ihr könnt sogar seinen Bart wirklich sehr gut erkennen. Und ich habe erst gedacht, ja, man sieht vielleicht so ein bisschen extremst den Balljoint irgendwie im Kopf drin, aber das geht tatsächlich. Also es ist nicht wirklich richtig durchsichtig, es ist minimal durchsichtig und dadurch wirkt es wirklich sehr, sehr genial, gerade wenn es halt mit anderen Lichtverhältnissen ist. Sieht das wirklich stark aus. Ich finde, die Frisur ist sehr nice gesculptet. Also im Grunde genommen ganz, ganz toll gemacht. Aber es ist halt Geschmackssache. Schönes Teil. Mag ich. Kommen wir mal zum Anzug. Der Anzug ist wirklich ein schöner, klassischer Cartoon-Iron Man. Richtig schön in Rot und Gelb schon halt gehalten. Vorne mit dem Arc-Reaktor. Und dann auch nochmal hier so 2 kleinen Punkten drauf. Was rede ich? Mit 2 kleinen Pünktchen drauf, die beleuchtet sind. Was ist los? Ich bin völlig aufgeregt. Der Rest ist halt relativ schlicht in Rot und Gelb gehalten. Also wirklich ein klassischer Iron Man Comic. Ja, Comic Iron Man Anzug. Sieht aber gut aus. Auf der Rückseite auffällig, wir haben hier kein Packhole auf der Seite. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie einen Stand benutzen wollt, um diesen Iron Man fliegen zu lassen, das funktioniert leider nicht. Das ist minimal ein bisschen schade. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden hier mit der reinen Optik. Er ist nirgends irgendwie ansatzweise geweathert. Also es sind wirklich die reinen Kunststofffarben. Dadurch wirkt er aber auch wirklich quietschbunt und wirklich sehr, sehr interessant für mich. Was haben wir aber noch mit dabei? Natürlich, ihr habt es vielleicht auch gesehen, wenn ihr jetzt gar nicht diesen Hologrammkopf von Tony Stark mögt,
dann schnappt euch natürlich hier den Iron Man Helm. Und schon habt ihr einen richtig schönen Iron Man Anzug. Oh, der gefällt mir sehr. Finde ich cool auf jeden Fall. Ihr habt auch gesehen, ich habe jetzt noch seine Hände ausgetauscht, weil standardmäßig hat der Hologramm-Tony hier noch diese Fäuste dran. Aber diese Fäuste, die habe ich jetzt einfach mal abgemacht, denn wir haben hier natürlich auch noch diese Effekte mit dabei. Also so, na, könnt ihr euren Iron Man hinstellen, schön mit den Effekthänden vorne ran. Und ihr seht schon, diese Effekthände haben natürlich auch Packholes dran. Wir haben hier noch diese Schusseffekte für seine Repulsoren. Die können wir jetzt hier einfach mal ranmachen. Und ich meine, solche Effekte habe ich schon mal gesehen. Ich meine, ich habe das bei irgendeiner Black Widow wahrscheinlich sogar schon mal irgendwie gehabt. Auf jeden Fall sind es halt Schusseffekte, ne? Die sehen wirklich auch sehr, sehr cool aus. Schaut mal. Na, also das kann man auch machen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin ehrlich zu euch, ich glaube, so würde ich ihn in meine Sammlung stellen. Ich weiß nicht. Würdet ihr euch den Hologrammkopf hinstellen? Weil es halt sehr individuell halt für die Geschichte halt auch ist, weil es halt nach einer Comic-Story ist. Oder würdet ihr euch diesen wirklich sehr klassischen Iron Man halt so hinstellen? Beide Variationen sind natürlich cool. Ihr könnt es vielleicht auch so machen, dass der Hologramm-Tony halt dann diesen Iron-Man-Helm halt unter dem Arm trägt oder sowas. Ne? Also da könnt ihr euch wieder richtig schön auslassen, was das Display anbelangt. Aber ich finde den wirklich echt gelungen. Schöne Figur auf jeden Fall. Ansonsten, Bewegungspunkte technisch, da erwarte ich jetzt keine Highlights, denn es ist eine Marvel Legends Figur und da ist die Bewegung, denke ich mal, mehr als Standard und ausreichend. Ich sehe gerade, diese Effekte könnten ja nicht nur als Schusseffekte, sondern auch als Flugeffekte benutzt werden. Ne? Das geht ja eigentlich auch. Obwohl im Blau sind es dann wirklich eher die Schusseffekte, würde ich mal sagen. Ne? Aber nun gut. Die Bewegung, der Kopf sitzt auf einem Kugelgelenk, noch mit diesem, ich weiß nicht, Hasbro, mal machen sie es nicht, mal machen sie es. Jetzt haben wir hier bald wieder nochmal dieses Hinge-Gelenk darunter. Das heißt aber, die Bewegung ist natürlich super. Der Kopf geht sehr weit nach hinten und nach unten. Na, das geht schon, also auch zum Fliegen ist Iron Man mehr als gut gedacht. 360 Grad drehbar der Kopf, das gleiche gilt natürlich auch hier für unseren Tony Stark Hologrammkopf. Ne? Also da ist genau das gleiche am Start. Die Arme kriegen wir wirklich sehr weit nach oben. Ihr seht ja auch, dass seine Rüstung dann hier komplett einmal ausgeschnitten ist. Da kriegen wir dann halt die Bewegung wirklich sehr gut hin. Standardmäßig dann natürlich hier die Oberarmbeweglichkeit, also der Bicep Swivel ist mit dabei und dann auch halt die doppelten Ellbogen. Na, alles wirklich sehr, sehr gut. Die Hände selbst sitzen dann natürlich hier in dem Fall auf rotierbaren Händen, auf Gelenken, halt auf diesen kleinen Pegs. Wenn ihr das jetzt austauscht, passt da übrigens auch auf, die sind natürlich mal wieder sehr, sehr fein, und jetzt hier eine Faust reinsetzt, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die Hand zu kippen. Na, das ist dann natürlich auch dann. Also mit den Effekthänden ist das Ganze dann halt nicht drin. Aber schaut mal, es ist auch irgendwie, sieht schon cool aus. Ne? Also wirklich sehr, sehr nice gemacht. Schöne Überraschung auf jeden Fall bei der Oberkörperbeweglichkeit, ihr seht es ja schon, da sind wieder Ratchet Joints drin. So ganz leicht, ne? Finde ich gut, dadurch wackelt der Oberkörper nicht und bleibt wirklich gut in Position für irgendwelche coolen Posen halt mit eurem Iron Man. Da ist einiges machbar, auch die Hüftbeweglichkeit ist natürlich Standard, auch die geht wirklich sehr, sehr gut. Die Beine kriegen wir jetzt auch wirklich sehr weit nach oben, schaut mal hier so eine... So eine coole Pose zum Beispiel, irgendwie ist es alles machbar mit eurem genialen Iron Man. Die Oberschenkelbeweglichkeit ist sehr, sehr locker und gut. Was heißt locker? Sie ist wirklich gut gängig auf jeden Fall, aber nicht zu locker. Doppelte Kniegelenke natürlich mit dabei. Ihr könnt den Stiefel hier auch nochmal in sich bewegen und die Füße natürlich nach hinten und nach vorne bewegen. Und genauso natürlich auch den Ankle Pivot, die seitliche Beweglichkeit. Die Gelenke sind sehr gut an diesem Iron Man. Da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Der gefällt mir. Der ist echt cool gemacht. Schöne kleine Sache auf jeden Fall. Also ihr werdet da nicht enttäuscht sein, wenn ihr jetzt nicht zwingend die Shang-Chi-Reihe sammeln wollt, aber mal einen coolen klassischen Iron Man für eure Sammlung haben wollt, dann kann ich ihn euch hier auf jeden Fall jetzt schon ans Herz legen. Ansonsten haben wir jetzt hier noch Mr. Hyde, sein Bild-A-Figure-Teil mit dabei. Und das ist sein rechtes Bein. Das Bein allein geht ungefähr bis zur Kniescheibe. Ist allein schon 8 cm hoch. Also da könnt ihr euch vorstellen, dass Mr. Hyde, wenn ich jetzt mal Iron Man dazu packe, wahrscheinlich wieder eine riesige Bild-A-Figure-Figur werden wird. Bin ich mal gespannt. Ich denke mal nicht, dass ich ihn komplett zusammenbauen werde für euch, aber ihr habt zumindest mal gesehen, in was für einem Größenverhältnis der gute Mr. Hyde dann hier werden wird, wenn ihr euch vielleicht die gesamte Reihe halt zulegen wollt. Und mehr kann ich euch zu dieser grundsoliden Marvel Legends Iron Man-Figur gar nicht zeigen. Der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, Kaufempfehlung. Wenn ihr da Lust drauf habt, mal wirklich einen wirklich coolen Cartoon-Iron Man zu haben,
abseits von der Bald-Figure-Reihe hier, dann könnt ihr euch ihn echt zulegen. Und ihr seht ja auch, es funktioniert. Ich kann ihm den Helm hier auch so ein bisschen unter den Arm drücken, dann funktioniert das alles. Es sieht nice aus. Es ist wirklich cool, dass hier noch austauschbare Hände mit dabei sind, dass wir auch dann halt diese Effekte noch mit dabei haben. Da kann man auch wieder ein bisschen mitspielen. Mehr wünsche ich mir bei einer Marvel Legends Figur schon eigentlich gar nicht. Das ist wirklich eine sehr grundsolide, gut gemachte Figur. Tolle Optik, tolle Gelenke. Sehr, sehr gut. Ich mag ihn. Eure Meinung dazu natürlich wie immer gerne unten in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, ich bin für dieses kleine Marvel Legends Video raus. Also danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen.